Ciao zusammen, ich bin der Traufer und ich spiele jetzt über- oder unterbewertet. Doch sie hat Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe, Mühe mit der Kühe. Après-Ski ist ganz klar unterbewertet. Weil Après-Ski ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Englisch ist vollkommen überbewertet. Also ich kann auf Englisch ein Bier bestellen und Guten Morgen sagen. Und alles andere braucht man nicht. Am Städtetrip sind, also nicht unterbewertet, Städtetrips sind wichtig. Man muss mit offenem Geist ins Leben gehen und wenn man irgendwie in fremde Städte geht, dann lernt man viel. Aber was ich natürlich muss sagen, fremde Städte sind zum Teil auch überbewertet, weil mittlerweile sieht ja jede Innenstadt gleich aus. Zara, H&M, McDonalds und also von dem her über- und unterbewertet. Heimat ist wichtig. Heimat ist für mich das Wichtigste, aber das muss jeder für sich selber einordnen, ob sie jetzt über- oder unterbewertet ist. Für mich ist die Heimat genauso, wie sie im Moment ist, richtig. Also veganes Essen ist für mich ganz klar. Ich muss immer überlegen, ob jetzt über- oder unterbewertet. Für mich ist veganes Essen ganz klar unterbewertet, weil eigentlich müsste man es ernster nehmen. Dass es Leute gibt, die Veganer sind, dann müsste man auf dem Menüplan viel mehr Möglichkeiten geben, weil dann würde für mich viel mehr Fleisch übrig bleiben. Luxus ist etwas, das über- und unterbewertet kann sein. Das ist wirklich, für mich ist Luxus im Moment Zeit. Und Zeit habe ich keine, also ist es extrem unterbewertet. Sport ist vollkommen überbewertet. Also Sport ist ungesund. Unwichtig und wenn man untalentiert ist beim Sport, so wie ich, dann ist es sowieso. Wenn ich es unterbewertet oder überbewertet? Das Spiel macht mich fertig. Sport ist überbewertet. Die CRS sind völlig für den Moment und in den letzten Jahren einfach völlig unterbewertet und die CDs sind wichtig. Und warum? Weil ich ja CDs aufnehme. Aber es geht nicht nur um mich, wenn ich jetzt die hier gerade habe. Eine CD selber braucht heute niemand mehr, das ist klar. Man kann es abladen, man kann es online schauen. Aber wenn eine CD so aussieht wie die CD hier und man mit 60 Seiten Booklet die ganze Geschichte von der Aufnahme im Musical noch nachschauen kann, ist die CD klar unterbewertet. Die hier müsst ihr haben, wirklich. Und das Kassettchen. Smartphones sind für mich je länger, je mehr überbewertet. Einfach weil sie mir unglaublich auf den Keks gehen. Es ging manchmal auch ohne. Aber wenn man dann vernünftig genug ist, muss man sagen, ja. Ohne ging es ja auch nicht. Beatrice Egli finde ich total von der Medienlandschaften oft einfach unterbewertet. Weil was sie leistet in Deutschland, ich meine, die meisten Künstler in der Schweiz, die etwas erreichen, sagen mir, hey, geh mal auf Deutschland, probier es mal. Und wir haben Künstler, die in Deutschland arbeiten und die in Deutschland eine riesige Welle machen. Beatrice gehört dazu. Und darum finde ich, ist sie vor allem in der Aussenwahrnehmung total unterbewertet.